wenn wir uns jetzt nicht mit dem Vermittlungsausschuss beschäftigen, dass wir auch an der Stelle dann zügig vorankommen und vielleicht bis zum Sommer noch was sehen, was Säule 2 angeht. Siehst du auch, dass der Vermittlungsausschuss das Gesetz komplett scheitern lassen könnte? Also es wäre fahrlässig, wenn man nicht sagen würde, dass die Option dem Grunde nach besteht. Ja, da gibt es halt jetzt auch viel. Und da gibt es natürlich auch, also was ja fast das Beste an dem Gesetz ist, dass ich jetzt erlebe, wie viele Menschen sich jetzt mal dezidiert mit den Abstimmungsverfahren und den Entwicklungen in unserer Demokratie beschäftigen. Kommt der Vermittlungsausschuss? Gibt es eine Amnestie auch für die, die beim Führerschein erwischt wurden? Die und weitere Fragen habt ihr uns gestellt und wir stellen sie jetzt Dirk Heidenblut. Hallo Dirk. Hallo, herzlich willkommen. Magst du dich vielleicht einmal für die Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht kennen, einmal vorstellen? Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Dirk Heidenblut. Ich bin Berichterstatter in der SPD für Drogen- und Suchtpolitik und habe ein bisschen am Cannabisgesetz mitgearbeitet im Bundestag. Ja, ich glaube, die meisten kennen dich sicher auch schon. Bist ja immer vorne mit dabei. Beantwortest auch sehr oft Fragen mit Carmen Wegge zusammen auf Instagram. Da war es jetzt ja so, dass wir in den vergangenen Wochen, sogar Monaten, immer viel hin und her hatten. Gerade in den Medien gab es immer wieder Gerüchte, kommt das Gesetz nicht. Jetzt ist es durch den Bundestag. War es so für dich zu erleben, dass der Gegenwind nicht nur aus der Union, sondern dann auch aus deiner eigenen Partei kam? Also grundsätzlich Gegenwind haben wir erwartet. Im Grunde aus fast allen Richtungen bei dem Gesetz. Es ist halt immer schwierig, einen so grundsätzlich verändernden Prozess durchzuführen. Da gibt es auf allen Seiten Gegenstimmen. Dass der Gegenwind allerdings so massiv kam und so in die Öffentlichkeit getragen wurde, das habe ich tatsächlich nicht erwartet und ist eigentlich auch ungewöhnlich. Ich sag mal, sowas macht man nicht unter Kolleginnen und Kollegen, aber da gibt es halt immer ein paar, die sich an Spielregeln nicht halten. Wie kam es dann, dass du und Carmen in der Zeit so ruhig wart? Also ich glaube, einige hätten sich gewünscht, wenn vielleicht auch gerade dann Dezember, Januar öfter mal noch Instagram Lives gekommen wären oder ein paar Statements zu den Aussagen, die gefallen sind, weil viele, die ja SPD zu dem Zeitpunkt ja schon als Partei gesehen haben, die vielleicht jetzt die Legalisierung verhindert und irgendwie kam von eurer Seite jetzt nicht, sag ich mal, dass ihr gegen die Argumente gesprochen habt, die öffentlich gesagt wurden oder dass ihr nochmal in Warnung gegeben habt. Also zum einen muss man ja sagen, viele der Argumente, die öffentlich gesagt wurden, haben sich ja schon selbst zerlegt, weil sie einfach unsinnig waren. Zum anderen, das habe ich gerade versucht deutlich zu machen, eigentlich trägt man sowas nicht öffentlich aus. Und wir haben uns daran gehalten, weil wir es für einen vernünftigen, sinnvollen Umgang halten, gerade innerhalb einer Fraktion sowas auch in der Fraktion zu klären. Wir wollten da keinesfalls eine öffentliche große Debatte draus machen. Und das sieht dann so ein bisschen so aus, als überlässt man den anderen das Feld. Aber wie man gesehen hat beim Cannabisgesetz, am Ende war unsere Zurückhaltung ja nicht so verkehrt, denn wir haben irre viel Zustimmung gekriegt. Habt ihr dann auch innerhalb der Partei Überzeugungsarbeit geleistet? Also habt ihr euch zum Beispiel mit Sebastian Fiedler zusammengesetzt und dann über die Themen gesprochen oder wie liefen da so Gespräche ab? Also wir machen ja seit 2 Jahren nichts anderes. Das muss man auch deutlich sagen. Und die Aussagen, die da kolportiert werden, dass Leute nicht beteiligt worden wären, sind schlicht falsch. Das ist Unfug. Jeder, der beteiligt werden wollte, ist beteiligt worden. Natürlich haben wir mit jedem versucht, Gespräche zu führen, auch einzeln da, wo das gewünscht und möglich war. Wir sind durch alle Landesgruppen gegangen. Also natürlich haben wir innerhalb der Fraktion auch viel Überzeugungsarbeit geleistet. Man kann halt nicht jeden überzeugen. Und es gibt ja auch durchaus Gründe, unterschiedlicher Sicht zu sein, zumindest zu einzelnen Aspekten des Gesetzes, die ja viele von uns unterschiedlich bewerten. Und vor dem Hintergrund, ja klar, ist da gesprochen worden. Also ein Informationsdefizit gab es nicht, aber natürlich unterschiedliche Sichtweisen, die auch nicht ausgeräumt werden konnten. Wie gehst du mit so Aussagen um, wie auch im Verhältnis zur Alkoholregulierung wären solche Öffnungen absurd? Das war in Bezug auf den Eigenanbau zu Hause gewesen. Finde ich putzig, weil das wird ja in aller Regel von sozusagen denen, die Prohibition befürworten, ins Rennen geführt, die aber sonst immer also einen Aufschrei machen, wenn man Cannabis und Alkohol vergleicht, was auch gar nicht falsch ist, weil man kann es nicht vergleichen. Alkohol ist eine weitaus gefährlichere Droge und wir haben eine völlig andere Situation. Die Aussage als solche ist natürlich entbehrt jedem Sinn, weil eben man Alkohol und Cannabis nicht vergleichen kann. Und ganz abgesehen davon, wer mal bis zum Jahr 2018 guckt, also da hätten wir noch ein paar Jahre nach der Legalisierung Zeit, da konnte ich auch noch fröhlich Schnaps brennen. Also insofern, sage ich mal, so weit sind wir bei Alkohol ja auch noch nicht so lange gekommen. Und wir haben einfach bei Cannabis keine legale Struktur. Ich hätte kein Problem damit, wenn wir die haben, wenn wir über andere Dinge dann auch anders reden.
Du hattest zu Beginn dieses gesamten Hin und Hers auch im Dezember schon gesagt, dass du keinen Grund siehst, das Gesetz zu verzögern. Hat sich das jetzt geändert? Was ist mit den Argumenten, die auch von den Ländern kommen, zwecks Vermittlungsausschuss? Nein, das hat sich überhaupt nicht geändert. Ich habe das im Dezember schon nicht gesehen und ich sehe das auch jetzt nicht. Ich nehme das sehr ernst, was die Länder sagen. Man muss auch sicherlich drauf gucken, was man tun kann, überhaupt keine Frage. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, das Ganze zu verzögern, weil selbst wenn man sich den Justizbereich anguckt, die möglicherweise mehr Belastung in der Einrichtung aufgefangen wird, und zwar langfristig aufgefangen wird durch eine deutliche Minderbelastung, und dass eine solche gesetzliche Umstellung erstmal, naja, auch Belastung bedeutet, das finde ich, ist jetzt auch nicht ganz, ganz unwahrscheinlich. Und auch die Länder hätten ja nun schon länger Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. So deutlich verändert hat es sich ja nicht mehr seit Dezember. Das scheint irgendwie selbst der Glaube irgendwie nicht da gewesen zu sein, weil es stand ja auch dann seit Dezember im Endeffekt schon fest, 1.4. ist das Datum, an dem es kommen soll. Jetzt wird da sehr überrascht getan. Ja, ist wie Weihnachten, kommt auch mal so überraschend. Was ist denn dran, dass sich die Justiz womöglich sogar strafbar macht, wenn sie die Fälle nicht schnell genug aufarbeitet und Menschen weiter dann ja unschuldig im Endeffekt im Gefängnis sitzen? Also ob es möglicherweise Schadensersatzpflichten der Länder gibt, das lasse ich mal außen vor. Das ist immer eine Frage, wie sozusagen das behördliche Handeln dann gesehen wird und ob man sich schadensersatzpflichtig macht. Dass es zu einer Strafbarkeit kommt, halte ich für absolut unwahrscheinlich. Und man muss ja sehen, dieses Gesetz ist ja auch bei uns durch alle Ressorts, auch durchs Bundesjustizministerium geprüft und so durchgelaufen. Ich glaube, da hätte man auch nicht akzeptiert, wenn da eine Strafbarkeit im Raum gestanden hätte. Neben den Änderungsanträgen im Justizausschuss gab es ja auch im Gesundheitsausschuss einen Änderungsantrag, den ich jetzt hier rausgesucht habe, von der SPD-Ministerin Petra Köpping aus Sachsen. Da geht es dann darum, die Abstandsregeln und die Besitzmenge nochmal zu verschärfen. Wurde da vorher nicht drüber gesprochen oder kommt das für dich plötzlich, dass da im Endeffekt aus der eigenen Partei nochmal solche Änderungsanträge kommen? Also wie gesagt, wir sprechen über alles. Möglicherweise hat nicht jeder mitgesprochen, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich finde es schon manchmal überraschend, was da plötzlich wieder für Aussagen kommen, zumal sie ja gar nicht begründet sind. Weil wir haben ja gerade in den Anhörungen sehr deutlich, übrigens das fast von allen Seiten gehört, dass die alten Abstandsregelungen de facto wenig Sinn machten, weil sie weder kontrollierbar noch in irgendeiner Form überschaubar waren. Wir haben jetzt sinnvolle Regelungen daraus gemacht, dass man die wieder unsinnig machen will, kann ich nicht nachvollziehen, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Wie ist das derzeit? Gehen du und Carmen auf Deutschland-Tour, dass ihr die Bundesländer besucht und dort nochmal mit den Abgeordneten sprecht? Nein, das machen wir nicht. Also es wird natürlich gesprochen mit Einzelnen, aber nein, wir gehen nicht auf Deutschland-Tour. Das würde auch, glaube ich, nicht mehr allzu viel bringen. Ich glaube persönlich auch, dass es weniger ein Problem ist in den jeweiligen Fraktionen vor Ort. Es ist ein Problem der einzelnen Ministerinnen und Minister in bestimmten Funktionen, die natürlich aus der Funktion heraus, das will ich schon deutlich machen an der Stelle, auch häufig einen anderen Blick haben müssen, weil sie ja andere Interessen verfolgen an bestimmten Stellen. Ich hoffe aber, dass letzten Endes die Gesamtsicht innerhalb der Länder dann eine deutlich andere ist. Genau, dazu haben wir dann auch eine Zuschauerfrage von Uno Stufato. Und zwar wird gesagt, dass Lauterbach wohl sehr stur war und sich zumindest laut den Grünen gegen jedes Entgegenkommen an die Bundesländer gewehrt hat. Also da geht es dann auch auf das Verschieben des Inkrafttretens wegen der Amnestie. Hätte man da nicht, sag ich mal, die Amnestie von vornherein schon später setzen können? Oder war das vorher nie Thema gewesen? Weswegen gab es da kein Aufeinanderzukommen? Also zum einen sind das natürlich alles Themen gewesen und nochmal, das ist alles durch die Ressorts gelaufen und die Justizsachen sind ganz sicher nicht vom Bundesministerium für Gesundheit alleine gemacht worden und deswegen glaube ich auch nicht, dass Karl Lauterbach mal soeben nach all den extrem schwierigen Ressortabstimmungen sagen kann, ich mache das jetzt ein bisschen anders, als ihr euch das alle vorstellt, da hätte dann vielleicht das Justizministerium was sagen müssen. Ob am Ende das wirklich so war, kann ich nicht sagen, aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen vielleicht schon mal der Versuch zu gucken, wer könnte denn die Schuld haben, weil gerade die Grünen natürlich wissen, sie könnten es jetzt sicher machen und offensichtlich auch in den eigenen Reihen schwer schwimmen, was die Zustimmung angeht. Wo wir gerade über das Thema Amnestien sprechen, kommt von LonelySide 8423 die Frage, wird es eine Amnestie auch für alle geben, die dann unter dem neuen THC-Grenzwert im Straßenverkehr lagen? Nein, das halte ich für unwahrscheinlich. Also Amnestieregelungen richten sich ja auf strafrechtliche Fragen, nicht auf verkehrsrechtliche Fragen. Und das ist auch ein bisschen schwierig natürlich, weil wenn ich erstmal den Führerschein weg habe zum Beispiel, dann können ja in der Zwischenzeit andere Dinge passiert sein. Was weiß ich, kann sich ja mein Augenlicht verändert haben, ich darf nur noch mit Brille fahren oder irgendwas. Da kann ich ja nicht mal eben sagen, du kriegst jetzt alles einfach so wieder. Das wird nicht so ohne weiteres funktionieren. Ich bin erstmal froh, ehrlich gesagt, wenn wir die Straßenverkehrsregeln dann auch noch durchhaben. Die haben ja im Gesetz nur anteilig Platz bisher. Genau.
Da hat LC8 Rider gefragt, wie sieht denn der Zeitplan bei der Umsetzung des Grenzwerts im Straßenverkehr aus? Bis zum 31.03. soll ja das Ergebnis der Expertenkommission da sein. Wie geht es dann weiter? Geht das auch nochmal durch Ausschüsse durch, nochmal durch Bundestag, Bundesrat? Wie funktioniert genau. das? Es muss ganz normal im Rahmen eines Gesetzes gemacht werden. Das muss wahrscheinlich kein eigenständiges Gesetz dafür geben. Wahrscheinlich kann man das mit einem anderen Gesetz im Verkehrsbereich regeln. Das werden aber sicher nicht mehr wir Gesundheitspolitiker, Politikerinnen machen, sondern das werden die Kolleginnen und Kollegen aus dem Verkehrsbereich machen. Es kommt dann darauf an, wie schnell Wissing da was vorlegen wird. Also kann ich schwer sagen. Normal muss man sagen, rechnet man etwa, kann man sicherlich ungefähr 3 Monate rechnen, bis sowas dann den Gesetzgebungsweg gegangen ist. Aber wie wir beim Cannabis-Gesetz gesehen haben, kann das auch ein bisschen länger dauern. Das kann ich jetzt schwer einschätzen. Allerdings, was ich immer wieder sage, ist, wir haben ja keinen Grenzwert. Es gibt aktuell ja nur den gerichtlich Festgesetzten. Und den haben ja Gerichte festgesetzt, weil sie nichts Fassbares hatten. Wenn jetzt eine Expertenkommission einen anderen Grenzwert als wissenschaftlich fassbar nennt, hindert niemand die Gerichte daran, bis das gesetzlich festgesetzt ist, ihre Rechtsprechung anzupassen. Also wie schnell es dann am Ende in die Umsetzung kommt, kann man sowieso nicht sagen. Derzeit ist ja, was die Änderungsanträge im Bundesrat angeht, noch nicht aller Tage Abend. Es kommt ja jetzt dann darauf an, wie die Länder wirklich am 22.03. Genau. abstimmen. Was sind da deine Aussichten? Glaubst du, dass das Gesetz in den Vermittlungsausschuss gerufen wird oder nicht? Also, das hat mit Glauben wenig zu tun. Ich hoffe sehr stark, weil wir eigentlich ausreichend Partner von den Ampelkoalitionären haben, dass der Vermittlungsausschuss an dieser Stelle nicht angerufen wird. Der würde das Gesetz mindestens extrem verzögern, was eine weitere Zumutung für all diejenigen, die jetzt schon extrem leiden darunter wäre. Der würde im Übrigen wirtschaftlich erheblichen Schaden verursachen, weil wir mit dem Gesetz ja auch wirtschaftliche Verbesserungen für den Bereich Cannabis als Medizin durchführen. Es wäre eine Katastrophe, für viele Länder ein richtiger Schuss ins eigene Knie. Also vor dem Hintergrund hoffe ich sehr, dass die Vernunft Einzug zieht und wir keinen Vermittlungsausschuss sehen werden. Derzeit, was den Vermittlungsausschuss angeht, gibt es ja auch eine E-Mail-Aktion vom Deutschen Hanfverband. Wie bewertest du solche E-Mail-Aktionen? Kommen die bei dir an? Ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt 10, 20, vielleicht hunderte Mails am Tag kommen, irgendwann, ja, interessieren die einen ja auch schon fast gar nicht mehr, oder? Also erstens eine Mail zum Vermittlungsausschuss, wenn die bei mir ankäme, wäre sie eh fehlgeleitet, aber weil ich bin ja nicht in den Ländern tätig. Zweitens, ich finde solche Mailaktionen, muss man gut drüber nachdenken. Sie dürfen nicht das einzige Mittel sein, das wird nicht wirken und sie dürfen auch nicht inflationär eingesetzt werden. Und was man immer wissen muss ist, so wie man Massenmails relativ einfach verschicken kann, kann man heutzutage natürlich nach kürzester Zeit auch relativ einfach wegfiltern und dann geht der Effekt weitgehend verloren. Also ich persönlich bin kein großer Freund davon, weil leider die Massenmails häufig dazu führen, dass viele berechtigte Anfragen, die sich aber nicht so klar abgegrenzt haben, dann mit entschwinden und nicht mehr wahrgenommen werden. Vor dem Hintergrund halte ich das für ein Instrument, was vielleicht Sinn macht als Auftakt einer Kampagne, aber wenn das die Kampagne ist, wird das, fürchte ich, nicht fruchten. Was wäre denn dein Tipp? Wie sollten die Zuschauer jetzt auf ihre Landtagsabgeordneten zugehen und wie sollten sie es schaffen, dass im Bundesrat nicht für den Vermittlungsausschuss gestimmt wird? Also ich finde persönliche Ansprache immer gut. Also ich persönlich fühle mich immer am besten angesprochen, wenn erstens jemand seine persönliche Situation schildert, auch eine Verbindung vielleicht zu meinem Wahlkreis herstellt und möglicherweise mir auch die Gelegenheit gibt, Rückfragen zu stellen, um mich wirklich zu informieren. Das heißt, persönliche Ansprache, es gibt ja auch überall, so wie es örtliche Bundestagsabgeordnete gibt, gibt es überall Landtagsabgeordnete, örtliche. Also darauf zugehen und dann vielleicht insbesondere von denen, die natürlich das Sagen im Land haben. Da macht jetzt sozusagen machen die Regierungskoalition natürlich in aller Regel etwas viel Sinn. Das macht schon Sinn und das ist auf jeden Fall wichtig, so den persönlichen Bezug herzustellen. Du hattest eben beim Vermittlungsausschuss einmal angesprochen, es kommt mindestens zu einer Verzögerung. Wir haben in der Cannabis-Community viele, die das Gesetz auch schon oft haben sterben sehen. Gerade als es die letzten Monate so ein Hin und Her gab, hatten wir zwischenzeitlich, glaube ich, über 60% unserer Zuschauer, die glaubten, ein Gesetz kommt gar nicht mehr. Also in meinem Account 100. Wenn du jetzt sagst, mindestens wird das stark verzögert, siehst du auch, dass der Vermittlungsausschuss das Gesetz komplett scheitern lassen könnte? Also es wäre fahrlässig, wenn man nicht sagen würde, dass die Option dem Grunde nach besteht. Weil man kann natürlich, ich hatte ja gerade gesagt, es muss eine bestimmte Menge an Versuchen kommen, um sozusagen ein Verhandlungsergebnis zu erzielen. Das Verhandlungsergebnis muss auch nochmal beschlossen werden. Man kann natürlich so ein Verfahren, also wir kennen Vermittlungsausschüsse, die auch ein Jahr
oder länger getagt haben letzten Endes. Und wenn wir zu nah ans Ende der Legislatur kommen, dann kann es passieren, dass die sogenannte Diskontinuität eintritt. Das heißt, dann ist das Gesetz nicht abschließend beraten und beschlossen und dann muss tatsächlich von vorne angefangen werden. Also man kann nicht mal auf dem alten Gesetz aufsetzen dann letzten Endes. Das ist ein theoretisches Risiko. Ich würde jetzt persönlich mal sagen, in aller Regel versucht man sich wenigstens dann im Vermittlungsausschuss zu einigen. Aber das Risiko ist zumindest nicht null. Aber ich würde das nicht als so irre hoch einschätzen. Trotzdem muss man der Fairness halber sagen, ja, auch das ist denkbar. Wenn wir annehmen, dass das Gesetz dann vielleicht doch in den Vermittlungsausschuss geht, wie ist dann der Ablauf? Was sind da die Schritte, die durchgangen werden? Wie läuft so ein Vermittlungsausschuss ab? Wie viel Zeit nimmt das womöglich auch in Anspruch? Also der Vermittlungsausschuss ist ja erstmal ein Gremium, das de facto immer am Anfang einer Legislatur gebildet wird. Da gibt es auch feste Mitglieder und so weiter und so fort. Wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, kann man tatsächlich nicht sagen. Das fängt ja schon mit der Terminfindung für die erste Sitzung an. Kommt auch darauf an, Kam und ich hatten das letztens nochmal versucht zu erläutern, mit welchem Auftrag der Vermittlungsausschuss gerufen wird. Also wird nur ein Aspekt angegangen oder wird das gesamte Gesetz aufgeschnürt? Das ist dann auch die Frage, wie umfangreich Verhandlungen werden. Aber man kann sicherlich sagen, dass es unter 3 Monaten kaum abgehen wird. Ich würde eher 6 bis 9 Monate schätzen. Oh ja, wenn ich das richtig gesehen habe, kleinster Änderungsantrag ist, glaube ich, der, dass nur die Amnestieregelung auf den 1.10. verschoben werden soll. Aber selbst also wenn der behandelt wird, würde auch das gesamte Gesetz mindestens genau 3 Monate verschoben genau werden. Genau. Also das Gesetz wird sozusagen mit dem Vermittlungsausschuss erstmal angehalten. Und dann findet ein Verfahren im Vermittlungsausschuss statt. Und das Ergebnis muss dann ja wieder Bundestag, Bundesrat abgesegnet werden. Das heißt, am Ende würde das Gesetz dann insgesamt am 1.10. oder 1.7. oder wie auch immer in Kraft treten. Korrekt. Muss der Vermittlungsausschuss zu einem Ergebnis kommen? Rein theoretisch, dadurch, dass es ja kein zustimmungspflichtiges Gesetz ist, könnte da auch der Vermittlungsausschuss platzen gelassen werden und man bringt es einfach wieder mit einer einfachen Mehrheit durch den Bundestag? Theoretisch könnte man sogar mit einer Mehrheit im Bundestag den Vermittlungsausschuss womöglich ganz verhindern. Aber ich glaube nicht, dass das gemacht wird. Das ist noch nie passiert. Das macht man eigentlich nicht, auch bei einem Einspruchsgesetz nicht. Es müssen eine bestimmte Anzahl, ich glaube 3 Versuche gemacht werden, im Vermittlungsausschuss eine Regelung, eine Einigung herbeizuführen. Danach könnte auch der Bundestag wieder entscheiden, und das, weil es kein zustimmungspflichtiges Gesetz ist, das Ergebnis in Kraft setzen. Allerdings ist da die Frage, wie viel Zeit sozusagen es dauert, bis diese 3 Versuche dann gemacht wurden, wenn man den Vermittlungsausschuss erstmal gestartet hat. Dann hätte ich gesagt, war es das jetzt erstmal für den Vermittlungsausschuss. Hoffen wir mal. Mal gucken. Kommen wir aber dann, es gibt noch einige Fragen zum Gesetz selbst. Und da würde ich jetzt einmal bei der angesprochenen Besitzgrenze starten und dann auch dem Eigenanbau. Viele wünschen sich sicherlich deutlich höhere Grenzen auch im Privaten, sei es dann irgendwie 500 Gramm oder sonst was oder überhaupt eine Grenze. Aber es ist ja klar, dass sie drin ist. Es mussten ja auch Kompromisse gefunden werden. Aber dennoch steht auch derzeit im Gesetz, dass zu dem Besitz neben den Blüten und den blütennahen Blättern auch sonstige andere Pflanzenteile zählen. Beim Trocknen wird normalerweise, also bei der Ernte, die Pflanze gesamt abgeschnitten und aufgehängt. Das würde ja dann deutlich mehr als die 50 Gramm wiegen. Wie stellt sich das der Gesetzgeber da vor? Naja, es geht eben um die Trockenmasse letzten Endes. Und die ist am Ende entscheidend. Das heißt, ich sage jetzt mal, solange das feucht in der Luft hängt oder geerntet ist und irgendwo liegt, spielt es eigentlich noch keine Rolle. Die entscheidende Rolle ist, was habe ich am Ende getrocknet als gebrauchsfähiges Material verfügbar. Zu dem Punkt Trockenmasse hattest du in einem Insta-Live schon mal trocken ist trocken gesagt. Wie ist das zu verstehen? Also man kennt Trockenmasse zum Beispiel beim Käse, es bedeutet es wirklich 0% Feuchtigkeit. Jetzt bei der EU-Verordnung zu Nutzhanf wird bei Trocken von 8-13% Feuchtigkeit gesprochen. Wie wird sich das da auswirken? Also mit was kann man ungefähr rechnen? Denn 10% Wasser könnten ja den Unterschied zwischen 55 und 61 Gramm machen. Also ehrlich gesagt, da bin ich überfragt. Der Gesetzgeber hat zunächst mal gesagt trocken. Und trocken heißt erstmal trocken. Trotzdem wissen wir, das weiß ich ja auch aus anderen Regelungen, da wird sich dann eine Regelung herauskristallisieren. Die wird möglicherweise wissenschaftlich sein, die wird gerichtlich sein, wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass die Differenz am Ende so extrem viel ausmachen wird. Insofern, es muss halt, möglicherweise gibt es auch Feuchtigkeitsunterschiede, was die Nutzbarkeit angeht. Kann ich gar nicht beurteilen. Da gibt es vielleicht auch Fans von weniger oder mehr Feucht. Am Ende wird es nicht anders sein, als dass man das mit rechtlich klären müssen. Das schafft so ein Gesetz dann normalerweise nicht. Aber eigentlich ist trocken ein klarer Begriff. Trocken heißt, dass es eben trocken ist. Und ob das dann 0% Feuchtigkeit oder 1% Feuchtigkeit oder 2%, darüber wird man sich womöglich am Ende trefflich streiten müssen.
also an die, die zu Hause anbauen wollen, sicherlich dann, bis da etwas feststeht, erstmal der Hinweis, man sollte sich vielleicht im komplett legalen Bereich aufhalten, dass man zur Not wirklich nur in die Ordnungswidrigkeit rutscht und nicht direkt in die Straftat, denn da ist ja... Also vielleicht nicht immer an die unmittelbare Grenze gehen und sagen, das ist jetzt, ich habe 10%, ist gut und ich kann dann 50 haben. Genau, und da kommt dann auch oft die Frage auf, kann ich das, bevor ich das Cannabis trockne, einfach einfrieren und dann habe ich ja gar kein trockenes Cannabis, ich besitze ja nur feuchtes Cannabis, oder würde das dann im Falle der Kontrolle getrocknet werden? Also ehrlich gesagt, das sind jetzt Fragen, die eher die Exekutive betreffen, nicht so sehr die Legislative. Und an der Stelle würde ich auch immer sagen, fragen Sie nicht Ihren Arzt und Ihre Ärztin oder Ihre Apothekerin oder Ihre Apotheker, sondern fragen Sie Ihren Anwalt oder Ihre Anwältin. Das ist tatsächlich eine Sache, die, da will ich jetzt hier keine Empfehlungen geben oder irgendwas aussprechen, wie man damit umgehen sollte. Das muss man im Zweifel, da muss man sich rechtlich beraten lassen. Da wird es bestimmt, da bin ich mir sicher, nach dem Gesetz eine Menge Menschen geben, die sich auf genau das spezialisieren. Jetzt kann es ja passieren, dass man womöglich zu viel geerntet hat und man dann auf die Idee kommt, mache ich daraus Haschisch? Denn Haschisch ist ja im Gesetz auch legal, wird ja auch als Harz der Pflanze beschrieben. Wie sieht denn aber dann die Herstellung von Haschisch aus? Denn das Extrahieren von Cannabinoiden ist ja im Gesetz verboten. Wie komme ich dann an das Haschisch ran? Das dürfen Sie mich nicht fragen. Also erstens werde ich hier keine Herstellungstipps geben und zweitens bin ich auch nicht derjenige, der das dann wieder veranlassen wird. Also das, auch das muss man dann einfach mit denen, die Fachleute für das Metier sind, muss man dann klären. Das werden nicht wir als Abgeordnete im Vorfeld klären können. Genau, da kam hier die Frage von Gob Hoblin. Da ging es dann in dem Fall besonders um Wasserhaschisch und Rosin. Rosin ist dann, wenn es nochmal gepresst wird, da dann auch die Frage, kennt das im Bundestag jemand? Habt ihr das in den Verhandlungen auch besprochen, was das auch mit Konzentraten und Dabbing auf sich hat? Ist das was Neues? Und ja, das wird nämlich so extrahiert, dass natürlich erst Haschisch hergestellt wird mit einer Siebmethode. Da würde ich persönlich jetzt noch nicht von einer Extraktion von Cannabinoiden sprechen. Daraufhin wird das Ganze gepresst und man hat auch THC um die 90% im Reinheitsgehalt. Aber da im Endeffekt auch die gleiche Aussage, das wird sich dann klären müssen, ob es erlaubt ist oder nicht. Ja, und das muss man tatsächlich am Ende mit denjenigen besprechen, die sozusagen fachlich tief in der Materie sind. Es ist natürlich so, dass wir uns versuchen, einen Überblick zu verschaffen und alle diese Punkte mal anreißen. Aber wir machen da nicht sozusagen die Fachberatung letzten Endes. Das würde ich auch, werde ich auch nach dem Gesetz nicht tun, weil ich mich nicht darauf spezialisieren möchte. Wenn ich jetzt zu Hause anbaue, das steht im Gesetz auch, dass Cannabis und auch das Vermehrungsmaterial sind am Wohnsitz und am gewöhnlichen Aufenthalt durch geeignete Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen vor dem Zugriff durch Dritte, insbesondere Kinder und Jugendliche, zu schützen. Da fragt Independent Holds 758 deswegen, ob er es auch vor seiner Frau verschließen muss, die mit in der, im gleichen Haus, in der gleichen Wohnung wohnt, ob die Personen dann auch als Dritte zählen, ob das ein eigener Raum sein muss, wo dann der Ehepartner nicht reinkommt oder was darunter zählt? Also wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, nein, das kann nicht gemeint sein. Aber grundsätzlich... Wenn man das Gesetz ganz eng auslegt, wird es womöglich auch so sein. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, welchen Raum ich meiner Frau nicht zugänglich machen dürfte in meiner Wohnung. Das wird dann wohl nicht so wirklich funktionieren. Und wenn die Frau damit einverstanden ist, oder der Mann, kann ja auch sein, dass die Frau gerne anbauen möchte, damit einverstanden ist, dass man das macht. Wenn die nicht einverstanden sind, wird man nicht anbauen können, würde ich mal vorsichtig sagen, oder nicht lagern können. Dann gehen wir mal davon aus, dass das Ganze auch absolut zulässig ist. Es geht ja im Wesentlichen an der Stelle um Kinder- und Jugendschutz. Und da muss es tatsächlich so sein, wenn ich Kinder im Haus habe, muss ich sicherstellen. Und ich würde mir übrigens wünschen, wir waren ja vorhin bei den Vergleichen, das würden wir bei Alkohol auch mal so machen. Ich muss sicherstellen, dass das, was ich da gelagert habe, nicht zugänglich ist für Kinder und Jugendliche. Das ist wichtig, das ist richtig. Das gilt für viele andere Sachen auch. Leider haben wir es bei vielen anderen Sachen, die weit gefährlicher sind, nicht geregelt. Neben den Besitzgrenzen sind ja auch die Abstandsregeln immer wieder ein Knackpunkt des Gesetzes. Woran soll der Konsument denn erkennen, ob er nun in einer Verbotszone steht oder nicht? Bei, ja, für die meisten Orte ist das sicherlich noch gut erkennbar, ob ich nun in Sichtweite einer Schule, Kindergarten oder sonst was bin. Aber Josh65 ist dabei aufgefallen, dass die Cannabis-Clubs ja von außen nicht erkennbar sein dürfen, aber in dessen Sichtweite auch nicht konsumiert werden darf. Wenn ich jetzt gerade vor allem ortsfremd bin und ich weiß, wo jeder Club ist, wie kann ich dann selber wissen, dass ich da jetzt gerade nicht konsumieren darf? Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ich kann sehen, dass da etwas ist, oder ich kann es nicht sehen. Wenn ich einen Cannabis-Club nicht sehen kann, gibt es keine Sichtweite, in der ich nicht konsumieren könnte. Für mich eigentlich
logischerweise. Das heißt, wenn an dem Cannabis-Club natürlich, die dürfen ja nicht werben, nicht erkennbar sein, aber keine Ahnung, wenn ich jetzt Nutzer des Cannabis-Clubs bin, habe ich ein Problem, weil dann werde ich nicht behaupten können, dass ich den nicht gesehen habe, denn ich gehe ja gerade hin, um mir mein Material zu holen. Wenn ich den aber sozusagen nicht sehen kann, nicht Sichtweite, dann wird das nicht funktionieren können. Vor dem Hintergrund glaube ich, das ist eher ein konstruiertes Problem. Und ich bin mir ganz sicher, gerade mit dieser Veränderung Sichtweite haben wir es geschaffen, dass eben genau das nicht mehr passiert, was bei den 200, aber was bei schlichten Meterangaben passiert. Weil was ist mit dem Spielplatz im Hinterhof? Den sehe ich auch 10 Meter davor womöglich nicht, weil der nämlich gar nicht zugänglich ist, so ohne weiteres. Ja, dann ist er nicht in Sichtweite. Punkt. Perfekt. Ich glaube auch, die Änderung auf Sichtweite war eine der besten Änderungen definitiv. Kommen wir jetzt noch zu ein paar Einzelfragen. Hier geht es jetzt im ersten Teil darum, dass ja auch in den Bereichen der Bundeswehr der Konsum oder auch Anbau von Cannabis verboten ist. Da fragt Spoiled Toast, ob es auch ein generelles Konsumverbot auch in der Freizeit für bestimmte Berufsgruppen geben kann. Also zum Beispiel von Dienstherren aus, wie bei Soldaten, Polizisten und aber auch womöglich andere Berufsgruppen, Ärzte, Krankenpfleger, Buskraftfahrer, Sicherheitsleute. Wäre es da möglich, sag ich mal, auch so eine Art Null-Toleranz, Null-Nanogramm-Blutgrenze im Blut zu haben? Oder wie sieht es da aus? Muss es immer mit Alkohol gleichgestellt sein? Wenn jemand kein Cannabis in der Freizeit konsumiert darf, darf er auch kein Alkohol konsumieren? Wie sieht das da aus? Also das ist ja jetzt eher eine private oder zivilrechtliche Frage. Es ist entweder im Beamtenrecht geregelt oder über das Arbeitsrecht zu regeln, über dienstrechtliche Fragen, gegebenenfalls auch über Betriebsvereinbarungen zu regeln. Also natürlich sind viele Dinge denkbar und möglich. Die sind auch bei Alkohol denkbar und möglich. Die sind auch bei Tabak, also beim Rauchen, unabhängig von Nichtraucherschutzgesetzen, kann es auch da ganz private Regelungen, ganz Regelungen in den Betrieben geben. Klar ist das möglich. Wie das dann kontrolliert wird bei Cannabis, ist nochmal eine andere Frage. Gut, den nächsten Namen werde ich wohl piepen müssen, aber Stinken fragt, dass wenn er als Patient 20 Gramm pro Monat verschrieben bekommt und zusätzlich noch zu Genusszwecken konsumieren und anbauen möchte, zählt dann das verschriebene Cannabis mit in die 50 Gramm Grenze hinein oder geht es dabei dann wirklich getrennt voneinander? Also ich persönlich glaube nicht, dass das jemand ernsthaft differenzieren kann. Das heißt, es wird so sein, dass man 50 Gramm Cannabis zu Hause haben kann und wenn man die schon verschrieben bekommen hat, wobei ich jetzt die Menge schon ziemlich hoch finde, aber wenn man die verschrieben bekommen hat, dann ist das das, was man zu Hause lagern darf. Und das wird sicher nicht differenziert, denke ich. Anders wäre es wahrscheinlich, wenn man tatsächlich 200 Gramm verschrieben bekäme. Dann könnte man ja nachweisen, dass man diese verschriebene Menge, ich glaube wiederum auch nicht, dass man die verschrieben sofort ausgehändigt und zu Hause lagern darf. Aber mal angenommen, das ginge, dann wäre es sicherlich anders. Aber im Rahmen der 50-Gramm-Grenze wird nicht differenziert. Davon gehe ich nicht aus. Nein. Dennis fragt, verbessert sich die Lage der Patienten zwecks Kostenübernahme mit dem neuen Gesetz? Also bezogen auf die Kostenübernahme tut das neue Gesetz erstmal nichts. Es verbessert sich die Lage wahrscheinlich zwecks Verordnung, weil es kein Betäubungsmittel mehr ist. Das macht die Sache etwas einfacher. Das wird möglicherweise mehr Ärztinnen und Ärzte dazu bringen, das auch zu tun. Es wird also wahrscheinlich einfacher sein, Ärztinnen und Ärzte zu finden. Bezogen auf die Kostenübernahme ändert dieses Gesetz nichts. Da ändert hoffentlich was, wenn der GBA die Facharztgruppen definiert hat. Für Patienten könnte es vor dem Hintergrund, dass dann der Arzt irgendwann sagt, jetzt mache ich die Therapie nicht mehr, könnte es natürlich auch das Ende des Patientenstatus bedeuten, klar. Weil Patient, das ist eben das, was viele übersehen. Deswegen habe ich mich auch immer so gewundert, dass gerade Patientinnen und Patienten so auf den Eigenanbau gedippert haben. Das ist eigentlich nur was für diejenigen, die eben nicht anerkannt sind als Patientinnen und Patienten. Sobald ich anerkannt bin, wird jeder Arzt sich verwahren, dass ich in seine Therapie reinfummel und dann auf einmal anfange und sage, ich baue jetzt auch was ganz anderes an. Beim THC-Gehalt, wie soll der Arzt das noch überprüfen, ob das wirklich funktioniert? Also das ist absurd. Also deshalb halte ich das. Das kommt, glaube ich, aus der Zeit, als man als Patient der ein oder andere vom Bundesverfassungsgericht sich den Eigenanbau erstritten hat. Aber weil es keine Patienten gab. Mit dem Gesetz soll ja dann auch die Einfuhr von Cannabissamen aus EU-Ländern erlaubt sein. Marcel fragt da, wie sieht das in Deutschland aus? Dürfen dann in Deutschland nur die Clubs Samen verkaufen oder könnten womöglich auch eine Samenbank in Deutschland eröffnen, die dann nur Samen verkauft? Ja, also nach meiner Lesart des Gesetzes, ich weiß, das sagen viele, ist nicht ganz eindeutig geregelt, aber nach meiner Lesart des Gesetzes ist der Verkauf von Samen in Deutschland nicht zulässig, sondern kann importiert werden und die Clubs dürfen Samen abgeben in einer bestimmten Menge, die auch definiert ist. Und dann haben uns auch
etliche Fragen zu Säule 2 und Carmen hat es im Insta-Live auch schon angesprochen, einer möglichen Säule 3, die aber vermutlich dann erst nächste Legislatur oder nächste Regierung kommt. Wie sieht das mit Säule 2 aus? Hast du da schon irgendwas gehört? Wird das schon vorbereitet? Können wir damit diese Legislatur überhaupt noch rechnen? Also es wurde ja schon zugesagt, dass das direkt kommt, nachdem das Gesetz durch ist. Insofern gehe ich davon aus, und soweit ich höre, ist das auch der Fall, wird an Säule 2 gearbeitet, weil ja allen klar ist, das kann nur der erste Schritt sein. Viel Kritik an dem Gesetz besteht ja auch deswegen, weil wir noch keine legalen Möglichkeiten haben, wie wir sie überall woanders haben. Und deshalb muss das der zweite Schritt sein, dass wir da auch hinkommen. Also ich bin sicher, das wird schon vorbereitet und ich hoffe, wenn wir uns jetzt nicht mit dem Vermittlungsausschuss beschäftigen, dass wir auch an der Stelle dann zügig vorankommen und vielleicht bis zum Sommer noch was sehen, was Säule 2 angeht. Jetzt steht das Gesetz ja hoffentlich schon komplett. Was wären so Änderungen, die du noch am Gesetz machen würdest? Was sind vielleicht Sachen, die dir nicht so gefallen? Also ich würde jetzt tatsächlich ungern das Gesetz selbst schlecht reden, weil ich finde, wir haben einen vernünftigen Kompromiss gefunden und ich würde mir jetzt wünschen, dass wir mit dem Gesetz erstmal in den Start kommen und dass alles wirklich gut funktioniert. Dass ich bei den Abstandsregeln, bei Fragen, insbesondere auch Konsum in Cannabisclubs und ähnlichen Dingen, eine andere Sichtweise vertreten habe und auch nicht davon ab bin, diese Sichtweise zu vertreten, das ist, glaube ich, allen klar und dass es, wenn es nach mir ginge, ein paar Dinge verändert und anders gemacht worden wären. Aber ich glaube, wir haben einen Kompromiss, mit dem eben aus meiner Sicht alle jetzt leben können und jetzt müssen wir es erstmal ans Laufen kriegen und endlich diese Kriminalisierung beenden. Und das ist, denke ich, der entscheidende Faktor und das schafft das Gesetz. Und damit hoffe ich, dass es jetzt ans Rollen kommt und dann schauen wir mal, was die Evaluation macht. Ja, ich glaube, also so nach so 100 Jahren Prohibition ist das auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt, den Deutschland dann geht. Ja. Vor allem ja dann auch in der EU ja schon einer der Vorreiter. Wie sieht da vielleicht auch die Niederlande, gut jetzt, was sie bisher gemacht haben, eher nicht als Vorbild, aber sie haben jetzt ja auch angefangen, im Endeffekt eine Art Säule 2, wie wir es haben mit den Modellprojekten, nimmt sich Deutschland daran auch ein Vorbild, dass die Modellprojekte von Niederlande vielleicht auch so übernommen werden könnten oder man damit schon mal Vorteile hat, die durchzubringen? Also muss man sich nochmal genau angucken. Das wäre ja im Übrigen dann nicht Aufgabe von Deutschland. Ich glaube, so dezidiert definieren werden wir Modellprojekte nicht, denn es sind ja Modellprojekte, damit die Kommunen oder Regionen, die was ausprobieren wollen, auch was ausprobieren können. Ob die sich dann an den Niederlanden ein Vorbild nehmen bei dem Modell dort oder an der Schweiz zum Beispiel, wo es sowas ja auch gibt, kann ich nicht sagen. Aber es ist sicher nicht verkehrt, auch mal in die Nachbarländer zu gucken, auch wenn man wissen will, wie man es besser nicht macht. Das stimmt wohl. Ich glaube auch, dass das tatsächlich jetzt aber alle Fragen waren, die wir gekriegt haben. Ja, die meisten Fragen kriege ich auch in regelmäßigen Abständen gestellt. Ja, ich habe auch schon versucht, dass vieles, was in den Insta-Lives beantwortet wurde, nicht mit reinzunehmen unbedingt. Gut, Vermittlungsausschuss kommt immer sehr häufig die Fragen nach. Ja, da gibt es halt jetzt auch viel. Und da gibt es natürlich auch, also was ja fast das Beste an dem Gesetz ist, dass ich jetzt erlebe, wie viele Menschen sich jetzt mal dezidiert mit den Abstimmungsverfahren und den Entwicklungen in unserer Demokratie beschäftigen. Ja. Und jetzt mal nachfragen. Für die meisten ist ja Vermittlungsausschuss gibt es ja schon immer. Ist ja nichts Neues. Hat es im Übrigen auch im Gesundheitsbereich gerade erst bei mehreren Gesetzen gegeben. Hat aber nie einen wirklich interessiert. Und jetzt interessiert es mal. Das finde ich ja wieder ganz interessant. So ein bisschen ist das Cannabis-Gesetz auch ein Lerngesetz Demokratie, kann man sagen. Ja. Damit gehen wir, glaube ich, mit Zuversicht in die Zukunft. Ich würde da auch sagen, bleibt ihr immer schön heiter. Da bedanke ich mich bei dir, Dirk Heidenblut. Ja. Vielen Dank auch, vielen Dank nicht nur für das Interview, sondern vielen Dank für die letzten Jahre Arbeit, die du in das Cannabis-Gesetz gesteckt hast, auch an deine Kollegen natürlich. Wir sind da wirklich sehr dankbar, dass das Gesetz jetzt endlich durch den Bundestag verabschiedet wurde und ihr da so einen großen Meilenstein erreicht habt. Ja, ich sage auch danke für die Unterstützung aus allen Bereichen und wäre jetzt froh, wenn es dann auch endgültig zum 1.4. klappt.